Also ich meine, es ist nicht gerade das beste Wetter, um sich irgendwo in den Wald zu verziehen, Picknick zu machen oder irgendein Schäferstündchen. Jetzt immerhin aufgeht zurück und auch sieht gerade schön hier aus. Was? Wo? Ich hab hier irgendwas gehört. Los? Ach du. Ich bin's, Jackel. Heinrich, los? Komm, befrei mich. Was ist da los? Warum soll ich den befreien, den Flöterich? Braver Junge. Heinrich, bitte, Heinrich. So ist's recht. Kann ich mal was zu essen geben hier? Habe ich heute noch gar nicht gemacht. Ganz so, ein bisschen Abendfleisch. Heinrich, es tut mir leid, wirklich. Ich hatte keine Wahl. Oh, die haben hier gut gespeist. So. Was ist los? Jetzt mal raus. Bin ich froh, dich zu sehen, Heinrich. Das wissen wir nicht. Ich hatte mein Ende schon kommen sehen. Was zum Teufel machst du hier? Hab ein Mädel aufgegabelt, weißt du? Und dann wollten wir ungestört sein. Aber das Biest hat mich mit einem Stein umgehauen. Und ist mit meinem Geld auf und davon. Ist das so? Und wo ist sie lang? Keine Ahnung. Vermutlich so weit weg von ihrem Vater wie irgend möglich. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Ich kenne komische Mädels zuhauf. Aber sie ist schlichtweg wahnsinnig. Sie hätte mich einfach um Geld bitten können, anstatt mir eins überzuziehen. Und dann lässt sie mich so zurück. Sie hätte härter zuschlagen sollen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn man beschissen wird. Schade, dass sie nicht härter zugeschlagen hat. Hör zu, Heinrich. Die Sache mit Hagen, das wollte ich nicht, wirklich. Ach so. Aber erst drohten sie mir... Und dann boten sie mir Geld an. Ja, das ist ja Heinrich, doof. Ich habe noch nie so viele Münzen auf einmal gesehen. Und Kuno hatte nicht mal einen halben Groschen für eine Dirne übrig. Mir kommen die Tränen. Genug. Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Herr Hagen, Zuhl? Gut, ich sag's dir, Heinrich. Sind wir noch Freunde? Das kommt drauf an. Freunde? Nachdem du mich und die anderen verraten hast? Wir hätten bei der Furt alle draufgehen können. Gott, ich weiß, Heinrich. Tut mir leid, wirklich. Aber wenn ich dir sage, wo Zuhl steckt, lässt du mich laufen, oder? Dich laufen lassen? Der Stein hat dir wohl ziemlich zugesetzt. Heinrich, es tut mir wirklich leid. Die haben mir ganz schön Angst eingejagt. Das kann ich mir denken. Aber warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten auf dich aufgepasst. Ja, das ist wohl... Ich weiß nicht, ich war verwirrt. Lässt du mich gehen? Halt's Maul! Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Dann genau. Sehen wir weiter. Solange ich gefesselt bin, sage ich gar nichts. Ich weiß doch, wie es läuft. Am Ende fressen mich die Krähen. Kann ich den nicht irgendwie zusammenschlagen, bis er was sagt? Ich verstehe dich, Herr Kuno ist ein Schwein. Ich mache dich los. Warum hast du uns verpfiffen? Du willst nicht, wie du meinst. Tja, ich weiß, was du meinst, Jackel. Kuno ist genauso ein Bastard wie Hagen. Sie sind vom gleichen Schlag. Genau, aber warum bist du dann bei ihm? Weil er auf meiner Seite steht. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht und vielleicht hatte auch Herr Ratzig keine Wahl, aber eins weiß ich. Wenn du nicht sagst, wo Herr Hagen steckt, werden noch mehr Unschuldige leiden. Oh, ich schätze, du hast recht.
Hagen will ein Dorf überfallen. Samopesch, glaube ich. Oh. Er wird selbst dort aufkreuzen. Zusammen mit dem Rest seiner Bande. Und wirst du mich jetzt losmachen? Nie im Leben. Ich mach dich los, aber dann landest du im Kerker. Ja, aber dann landest du dort, wo du hingehörst. Was? Was meinst du damit? Wo? Im Kerker. Tu das nicht. Wir waren uns doch einig. Mitnichten waren wir uns einig. Mein Gewissen ist rein. Ja, das ist ja schön. Oh. Das, ja. Schade. Jetzt, was jetzt? Jetzt laufen wir erstmal nach, Ratei? Ja. Na gut. Wir schicken ihn in den Kerker. Aufgabe begonnen. Abgeschlossen. So. Frisches Brot von heute Morgen. Von heute Morgen. Ganz fein. So ist's echt. So. Okay, jetzt bin ich ja wieder hier unten. Das ist ja doof. Kann ich hier... Warte mal, hier gibt's ja auch einen Alchemisten. Da gehe ich doch mal zu dem. Der Alchemist. Hör mal. Ich brauch mal... Beste Grüße. Ja. Wegen Ratei. Übung? Lass uns handeln. Gott behüte dich. So, was hast du denn hier so für Träumchen? Schlaftrunk, guck mal einer an. Nimm ich. Was ist das hier? Was? Da Treffer dir weniger anhaben können. Das hört sich auch gut an. Ich nehme die mal mit. Erhöht Stärke für den Zustand blutlosiger Raserei. Okay. Also so Tränke können wir mal mitnehmen. Wir haben da jetzt so viel Kohle. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch nicht eingekauft habe. Elixier. Pferde und Hunde werden dich lieben. Auch gut, nehmen wir auch mal mit. Gegenmittel haben wir ja. So, Lazarus Ener Elixier, immer schön. Ringelblumenaufguss haben wir, glaube ich, einige dabei. Schützentrunk. Wermutgeist. Nehmen wir auch mit. So, sonst kann ich ja noch was verkaufen, eventuell. Junge, Junge, ich mach mal eben hier weg. Ich glaube, wir könnten theoretisch. Was hat der denn? Der hat ja auch viel Geld. Da können wir eigentlich viel verkaufen. Ich guck mal, was hier was wert ist. Sekunde mal, so nicht. Das sind die Tränke, Konservierungsmittel, Katerbier, Branntwein, Schnaps, edler Wein. Das sind so Sachen, die ich jetzt eigentlich hier nicht brauche. Wein, Met, das sind alles Sachen, die ich eigentlich... Was mache ich denn damit? Ich sauf doch nicht. So. Und jetzt Sonstiges. Oh, die kann ich hier verkaufen.
Ich weiß gar nicht. Habe ich die schon? Habe ich die schon benutzt? Ich bin mir nicht sicher. Silberkelch. Wir gucken mal weiter. Sonnenkelch. Das natürlich auch. Goldkreuz. Wildschweinleder, Hirschleder. Manfreds Geldbeutel, weiß ich jetzt nicht, woher der kam. Hirschleder. So, Wollstoff. Pferdeleder. Schafsleder, Hundeleder. Die Wildschweinhauer, ich weiß nicht mehr. Wildschweinhauer. Die könnte man irgendwo für benutzen, das weiß ich wohl. Die kann ich auch, wenn ich da habe. Ich habe da noch 77. Ich weiß gar nicht, was ich mir die ganze verbänden soll. Salz der Madonna. Beinwell, Johanniskraut, Ringelblume, Brennnessel 113 Stück. Das ist ja der Wahnsinn. So, da können wir ein bisschen was hier. So, und Minze. Junge, Junge, Junge. Schwarze Federn, Disteln. So, haben wir ein bisschen was verkauft. Warenkorb prüfen. Du erhältst 700. Alles klar, ich muss da jetzt nicht großartig. So. Außerdem sollte ich mal speichern, wenn ich das jetzt schon gemacht habe. Jawohl. So, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal gucken, nach Samopesh wollen die, ne? Da muss ich sowieso hin. Und dann hatte ich die Aufgabe. Das hier. Nebenquest. Das ist wo? Wir müssen zu Hauptmann Robart, oder wie der heißt. Machen wir das mal eben. Machen wir das eben? Wir begeben uns jetzt erstmal zu Kunos Lager, ne? Weil es in der Nähe ist. Scheiße, ich würde gerne die anderen Sachen machen. Ja. Aber die Entwicklung ist gerade interessant. Wobei, weißt du was, ich könnte auch echt mal zwischendurch was anderes machen. Wir haben jetzt 3 oder 4 Patrouillen, ich weiß nicht, 3, 4, irgendwie so. Wird Zeit mal für eine kleine Zwischenprise. Ich gebe ihm hier den Schlaftrunk ab, das mache ich wohl. Aber den Rest im Tablemaus noch auf. Das widerstrebt mir nur, weil ich jetzt bin ich schon einmal hier. Ist aber auch blöd. Egal. Komm. Was jetzt? So. So, wer wollte das Ding? Hier, der Meister. Eder. Ich habe den Trank für dich.
Lediglich ein paar Tropfen und der Stein schläft wie ein Säugling. Oder wie ein Stein. Das wird was. Säuglinge scheißen nämlich alles voll und schreien, wenn sie aufwachen. Ach so. Na gut. Gut. Der Ring ist so begehrt wie der Heilige Gral. Mal sehen, wir ihn als nächstes will. Okay. Ich überlege gerade, ob ich ihn bestehlen soll. Aber komm, lass mal das. So, wo ist denn hier? Ich erzähle dir mal eben die folgende Sache. Jetzt mache ich es doch. Ist doch doof. Ich habe Jackel gefunden und weiß, was Hagen plant. Dann raus damit. Er will Samopesh überfallen. Und er will den Angriff selbst anführen. Verstehe. Und was ist mit dem verräterischen Rotzlöffel? Der sitzt nun im Kerker von Ratai. Was wird mit ihm geschehen? Das entscheidet Herr Ratzig. Wenn er Glück hat, kommt er für seinen Verrat mit dem Leben davon. Gut möglich. Ratzig ist wahrlich kein Unmensch. Mir hat er schließlich auch den Galgen erspart. Sattle sofort auf. Wir reiten sogleich nach Samopesh. Gut. Jawohl. Er war also einverstanden mit unserer Entscheidung. Bin ich ja beruhigt. Er hatte keine Blutrache. Gedürste. Ach, guck mal, jetzt reiten wir direkt rüber. Gar nicht mal so verkehrt. Wobei ich jetzt natürlich erstmal diese Aufgabe machen muss. Ich werde wohl jetzt nicht zwischendurch mal eben da oben die andere. Okay, Quest annehmen können. Jetzt geht's los. Oh. Oh, die sind in der besseren Position. Da sind sie. Ich erkenne Zuls Farben. Warum winkt der denn? Sieht aus, als ob sie verhandeln wollen. Verhandeln, hm? Also gut. Verhandeln wir. Ich weiß nicht. Gott sei mit dir, Herr Kuno. Und mit dir, Herr Hagen. Mhm. Wir hatten nicht das Vergnügen seit der Belagerung von Lanzenbach, nicht wahr? Lange her, fürwahr. Zu jener Zeit kämpften wir unter demselben Banner. Ja, auch heute könnten wir als Freunde auseinandergehen. Immerhin, mein Streit ist nicht mit dir, sondern mit Kobilla. Nun ja. Dein Disput mit Herrn Kobilla betrifft auch mich. Denn ich sorge in seinem Lehen für Recht und Ordnung. Und du, Hagen, du störst diese Ordnung. Nichts für ungut, Herr, aber du bist nicht mehr als ein Söldner. Für dich zählt nur die Ordnung in deinem Geldsäckel. Bei meinem Disput mit Ratzig Kobilla geht es um die Ehre. Kobilla demütigte meine Familie für ein nichtiges Vergehen. Er ließ meinen Vater hängen, legte unsere Burg in Trümmer und gab unsere Besitztümer an seine Familie und Kumpanen. Ja, so alt wie der ist, muss das schon ein bisschen her sein. Dafür fordere ich adäquate Vergeltung. Doch, du musst dabei nicht im Weg stehen, Kuno. Ich weiß genau, warum du Ratzig dienst. Du stehst in seiner Schuld. Und mir kam zu Ohren, dass du deine Schuld nicht zum ersten Mal begleichen musst. Es wird nicht das letzte Mal sein. Was ich damit sagen will, ist, du kämpfst Kobillas Schlachten für ihn. Dennoch stehst du stets mit leeren Händen da. Mhm. Das ist mein Angebot. Wenn du es annimmst, kehrst du heute als wohlhabender Mann zurück nach Hause. Sagt es dir zu? Eieieiei.
Kuno, das kannst du nicht machen. Wie so viele erliegst du einem Irrtum. Was ein Mensch nicht tun kann und was er nicht tun sollte, sind zwei Paar Schuhe. Ach, guck mal. In diesem Fall zählt die Höhe von Hagens Angebot. Ach so. Aber den kleinen Jackel, ne? Der hat's falsch gemacht. Aber ja, der hat genau das Gleiche gemacht. Ich gebe dir Geld. Was ist mit deiner Ehre? Gestattet es die Ehre, sich an den höchsten Bieter zu verkaufen? An den einzigen. Ratzig hat mir nie etwas geboten. Ja, weil du in seiner Schuld stehst. Und diese Schuld begleiche ich nun zum dritten Mal. Mein Gewissen ist rein. Kuno, was macht deiner Meinung nach einen guten Söldner aus? Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt in einem Marmorpalast in Florenz auf einem goldenen Thron Wein trinken. Aber er sollte wohl in der Kriegsführung bewandert sein. Aus deiner Sicht. Aber wie ist es aus der Sicht deines Kriegsherrn? Ihm geht es auch um Loyalität und Pflichterfüllung. Ein Söldner, der für Silber die Seiten wechselt, ist keines Kriegsherrn Silber wert. Weise gesprochen. Aber wie gesagt, ich habe genug für Ratzig getan. Und wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich das Geld und verschwinde. Und was dann? Denkst du, du wirst nach dieser Sache jemals wieder angeheuert? Bei all dem Geld kann mir das für eine Weile ziemlich egal sein. Und überhaupt, jeder wird verstehen, warum ich es getan habe. Denkst du wirklich, Herr Ratzig und seinesgleichen teilen deine Ansichten, was die Ehre eines Söldners betrifft? Nie und nimmer. Zeit deines Lebens wirst du für alle ein Verräter sein. Herr Ratzig und ich werden dafür sorgen, dass du deine Entscheidung bitter bereust. Ist das eine Drohung? Nenn es, wie du willst. Gut. Scheinst ja doch etwas gelernt zu haben. Aha. Du bleibst also? Sieht ganz so aus. Sah aber lange gar nicht so aus. Komm schon, Heinrich, hege keinen Groll. Kümmern wir uns lieber um Hagen. Ach so. Es geht also doch. Oh, oh. Ja. Fürwahr, Herr Hagen. Meine Schuld bei Ratzig beglich ich mehrfach. Und nicht zum letzten Mal. Jedoch, er hat mich vor dem Galgen bewahrt. Dafür bin ich ihm noch lange verbunden. Ich lehne dein Angebot ab. Aber dein Silber nehme ich dennoch. Du willst den Kampf? Du bist ein Dummkopf. Ich möchte nicht kämpfen. So wenig wie du. Sonst hättest du nicht versucht, mich zu kaufen. Wir scheinen ebenbürtig zu sein, mein Freund. Mal sehen, wem das Glück heute ist. So sei es. Eieieiei. Ich bin gespannt. Come on. So, ich muss ihn verteidigen, glaube ich. Ist der Kuno? Doch. Ja, was? Hier. Jawohl. Okay. Die Typen sind platt, ja? So, soll ich mal mit ihm reden? Soweit, so gut. Was nun? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich brauche neue Männer. Tut mir leid um deine Jungs. Lässt sich nicht ändern. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Das Los eines jeden Söldners. Ich weiß, aber sie waren gute Gefährten. Und doch ist solch eine Kameradschaft selten von Dauer. Ich habe schon viele Männer begraben. Du solltest Herrn Ratzig von unserem Sieg berichten. Das sollte ich tun. Frohe Kunde, du hättest uns beinahe verraten.
Stimmt. Das sollte ich wohl. Wenn du uns brauchst, wir werden sicher noch einige Tage im Lager verbringen. Und dann, so Gott will, ziehen wir weiter. Tja, falls wir uns nicht wiedersehen, Heinrich. Viel Glück. Das war ja dann auch eine recht kurze Quest. So, was haben wir denn hier? Verbesserte Spitzfeile, nehmen wir mit. Hirschfleisch für den Hund. Rüstungsset kann man auch gebrauchen. 6000 Groschen hat er dabei. Leck mich am Arsch. Was ist denn da los? Der hat nur 3 Groschen. Das ist sehr ungerecht verteilt, würde ich sagen. Aber hier, verzierte Beinlinge. Ich nehme mal ein paar Sachen mit, ne? Das Schild des Zuladels, das nehmen wir auch mit. So, was hat er? Er hat auch nicht viele Groschen. Okay. Okay. Das ist, ja. Ich glaube, wir haben ein paar schöne neue Sachen. Edles Schwert. Ich muss dir mal eben, Seelenschlitzer. So ein paar Sachen hebe ich doch gerne mal auf. Der hat hier nur Schrott, sehe ich. So, den habe ich gerade aus nackig gemacht. Ihn sowieso. Das Schwert ist kacke. Wenn ich mich recht entsinne. So, hier gibt es aber sonst nichts. Den hatte ich gerade schon. Die 4 hatte ich. Warum stehen da noch so viele Pferde? Baumler. Den kann ich nicht plündern, das heißt, er lebt eigentlich noch, oder was? Wo ist denn die fette Kohle? Was war das jetzt gerade? Achso. Wo ist denn die fette Kohle? Eigentlich, das frage ich mich gerade. Hier, der Stein. Schwarzer Schild. Sieht gut aus. So, hier gibt es mehrere von. Was für ein Schwert? Knappenschwert. Knappenschwert kannst du behalten. Hier ist ein Knappe, oder was? Na gut. Aber ein Mailänder Kürsers anhaben, oder wie? Ich glaube, es geht los. Oh. Da sind noch einige draufgegangen. Haselnussjagdbogen. Interessant. Er auch. Sehr schade, sehr schade. Bei dem war ich auch schon. Gut, dann haben wir sie hier alle durch, die hier rumliegen.